So, neuer Part von Far Cry 4 mit dem Syrax. Ah, ja, es ist wieder Zeit, sich anzufassen. Ja, es ist wieder Far Cry 4 Zeit. So, ich bin jetzt mal offscreen zu dem Turm vom letzten Lager da drüben hingelatscht, also gefahren mit dem Wagen, damit wir den Weg etwas verkürzt haben. Und ich hab dich schon kommen sehen, aber ich habe leider gerade die falsche Waffe zur Hand gehabt. Willst du dir kein Hühnchen schießen? Schieß das Scheißding vom Himmel. Ja, mit das. Das hat dich herausgefordert. Das ist natürlich mit der Sniper ein bisschen Kacke. Na komm. Sniper ist das Beste, um diese Scheißviecher vom Himmel zu holen. Du musst einfach nur treffen. Das ist quasi so eine Art Zielübung. Bisschen hier Ach. jagen gehen. Ach komm, Die verpiss haben dich, dich du so oft Geflügel. penetriert, die müssen es mal heimgezahlt bekommen von dir. Aber so richtig in den Federhintern. Ich werde da gleich schön von oben schießen. Da können die gar nichts machen. Also ich habe sie seltener attackiert. Ist das denn für ein Turm? Ach so. Was ist das für ein Turm? Wie Oder? geht hier? Moment, kann ich vielleicht von... Nee. Was wird ein Swingers-Shooter? Ach so, Moment mal. Oh, ich glaube, ich verstehe, was ihr wollt. Interessant. Diesmal nicht von oben, sondern von unten. Okay, das ist mal was anderes. Ja, da hat man ein bisschen Kreativität versucht. Und ich finde, das macht die Sache angenehmer. Jo, das ist echt cool. Weißt du, Far Cry 3 bin ich ja beim Blindspielen damals ein bisschen frustriert. Irgendwann. Da muss man teils ein bisschen umdenken. Wie ich mich damals angestellt habe, ist auch eine andere Sache. So mit Aha, das klappt also nicht. Muss einen anderen Weg geben. Und hier bestimmt. Ach so. Muss, glaube ich, nicht sagen, wer die ganze Zeit da labert, da im Hintergrund. Ja, weg damit. Okay. Okay.
Ist natürlich logisch, dass der fucking, dass der Balken durch eine Shotgun nicht kaputt geht. Das macht natürlich Sinn. Natürlich macht Sinn. So, Fresse halten. Sind noch zwei Türme übrig. Und wie ich außerhalb gesehen habe, kriegt man eine neue Waffe, wenn man durch diesen Turm. Okay, das sieht wie eine Shotgun aus. Was steht dran? Ich weiß nicht, es war nur das Waffensymbol zu sehen. Hast du sie ausgerüstet? Das geht doch erst, wenn ich im nächsten Laden bin. Beim nächsten Dingensposten. Händler. Okay. Aber ich habe von dem Symbol schon gesehen, dass es ein Shotgun ist. So, Gesundheit. Ah. Danke. Eieiei. Ei, ei. Ah. Jetzt machen wir es mal schnell und fliegen so dahin. Vielleicht zum nächsten mittleren Lager. Es sind ja nicht mehr so viele. Und die meisten sind auf mittlerer Schwierigkeit. Und ich sollte froh sein, dass das sehr schwer mittlerweile auch verschwunden ist von den Lagern. Also das habe ich anscheinend jetzt hinter mir. Ich würde die sehr schweren zuerst machen. Jetzt sind sie sowieso weg. Das Maximalste ist nur noch schwer. Sehr lame. Ja, wobei. Lager und Mittel, das muss ja wieder nichts heißen. Das habe ich ja letztes Mal schon gelernt. Selbst ein Mittellager kann beschissen sein. So, ich möchte meine Wurzumlage checken. Ding jetzt runtergerollt wahrscheinlich. Ob drei Schuss mit dem Ding mal und die gepanzert hat. Okay, der hat nur so ein Buggy mehr Zivil gefahren. Das heißt, es war anscheinend nur einer. Sollen wohl zwei Alarme sein, das habe ich von laut der Statistik gesehen. Und einer ist schon mal dort. Okay. Und der andere. Ja, verpisst euch.
Jedenfalls war dort einer. Ein anderer. Aber ich könnte auch Fleisch reinschmeißen eigentlich mal wieder. Ich glaube, das wäre ganz lustig. Ich probiere mal die Fleischvariante. Oh, ein Leopard. Ach, schade. Hast dich gepaart mit dem Leopard. Ich mag ihn. Sollte ich lieber erst nach dem Alarm Kram machen? Und dann das Fleisch. Das wäre vielleicht besser. Ja. Okay, jetzt denkt der Mörser, dass ich da oben bin. Ich hab grad mal Zeit, mich voll zu heilen. Die Snipers, by the way, neu. Den wir letztes Mal gekauft. Und wie findest du sie? Auf jeden Fall nice und hat einen recht guten Zoom. Talk of the Blood God, Lord. So viel zum Fleisch jedenfalls.
Da oben ist jedenfalls ein Scharfschütze an der Ecke. Ja, war klar. Okay. Ich war schon beim Singelt. Ich spawn zumindest in der Nähe. Dann komme ich doch bestimmt von hier aus ran, ja. Dann wäre der schon mal aus. Und der weg. Das ist der zweite Alarm. Ach, da hinten. Okay, gut. Die Alarme sind ja schon mal los. Um den Rest kümmern. Trifft gut, diese Sniper. Und vor allem trifft präzise. Ja, es war eine schöne Sache zu holen. Weil dich das LMG wahrscheinlich das Maschinengewehr aufbauen wird. So, komm, jetzt muss ich aber dieses Lager wirklich bekommen. Jetzt sind ja Lager mal ausgeschaltet. Jetzt ist eigentlich mir gut in die Hand gespielt.
So. Mal ein bisschen Abstand wieder gewinnen. Aber mir gefällt die Mörser so gar nicht. Die sollte ich mal ausschalten. Oder warte mal. Okay, ein Punkt ist schon mal weg. Und ich gerade ein bisschen Fleisch reingeschmissen. Mit so schön war gleich nochmal. Und? Roter Punkt. Okay, der Mörser ist weg. Da ist der letzte. Da kommt der letzte. Bäm ins Gesicht. <lacht> 21 von 24. Nein. Ah, so ist das schön. Richtig schön Fatality mit der Pumpgun ins Gesicht. Richtig schön finishen. Richtig schön Mortal Kombat Style. So, jetzt gucken wir mal.
Richtig schön ins Fleisch Die reingreifen. Punkt 700 Nitro. Was ist denn das? Ist auf jeden Fall keine einzigartige. Das ist die. Das war ja so eine Art Shotgun. Wo sind die? Punkt 700, da ist die. Punkt 700 Nitro. Guck mal, du musst sie mal richtig vergleichen. Die Reichweite ist gut. Ich werde sie mal. Einfach nur. Einfach nur drüber halten. Also, wie ich das gerade sehe, ist die. Um einiges genauer. Hält, haut mehr Schaden raus. Reichweite ist höher. Ach, die roten Balken sind die, die sich quasi erhöhen. Nein, nein. Du hast es ja jetzt andersrum. Du vergleichst gerade eine gute mit einer schlechten Waffe. Das heißt, die roten Balken sagen aus, wie viel schlechter die ist. Und die weißen sagen aus, wie viel besser die Waffe in dem und dem ist. Also wie ich das gerade sehe, ist die. Ich würde an deiner Stelle mal die ausprobieren. Die hat ja ziemlich einen hohen Schaden. Ich glaube, eine Sniper hat nicht so einen hohen Schaden, oder? Die hat einen Schaden wie eine Sniper. Und was sagt die Schussfrequenz? Ist relativ niedrig eigentlich. Kannst ja ausprobieren. Ich weiß es nicht, ob sich dahinter was Das ist die, oder? Das ist die, ja. Oh, das ist der doppelläufige Shotgun. Na, das ist natürlich mit dem Nachladen ein bisschen problematisch natürlich. Wir versuchen es erstmal. Wenn sie wirklich gar nichts ist, dann sage ich nö. Kann man ja andere Waffen nehmen. Ja, später. Ich finde halt ausprobieren gehört halt auch noch dazu irgendwo. Was macht die für einen Schuss? Ein Schuss. Zwei Schuss. Nachladen. Okay, also jeweils zwei Schuss habe ich damit frei. Wenn die jetzt doch relativ präzise ist. Wenn sie damit trifft, dann ist das eigentlich recht nice. Okay. Der Bereich, das dürfen die letzten Glockentürme und die letzten Lager sein. Standardgemäß. Dann haben wir das geschafft. Wir sind doch gerade bei exakt 30 Minuten. Schön, dass du wieder da bist. Dann trifft sich das gerade gut. Wenn wir mal schauen, dass wir uns mal in diese Richtung begeben. Zu arbeiten. Im nächsten Part. Bis dann. Haut rein. Ciao, ciao. Und auf Wiedersehen.